erkennen endlich größere Zusammenhänge. Hi, ich bin Robert Rödel, der Filmregisseur von Adriana. Die Idee zu Adriana ist mir gekommen, als ich eine Vision hatte von einer sehr selbstbewussten Frau, die im Zug von einer Wahrsagerin ihre Zukunft vorausgesagt bekommt. Bitte, geben Sie Acht auf sich. Normalerweise ist es ja so, dass man zuerst ein Flashback hat und dann beginnt man beim logischen Anfang. Und somit habe ich das ganz geschickt gelöst eigentlich, dass ich eine Frau, auf die man eh nicht hören möchte eigentlich, weil sie ja Hokus Pokus, dass die quasi den weiteren Verlauf des Films erzählt. Es ist eher eine Weissagerin, die die Zukunft vorhergesagt hat. Um ehrlich zu sein, Adriana, ich spüre große Gefahr in ihrem Leben. Zuerst einmal habe ich halt viel mit eingearbeitet, was mehr so an der Gesellschaft als etwas störend auffällt. So dieses mehr gegeneinander statt miteinander. Ich weiß nicht, ob Sie schon gemerkt haben, aber in diesem Land herrscht eine enorme Neidkultur. Und ich finde gerade Sie sind das beste Beispiel dafür. Immer gegeneinander statt miteinander. Ich bin ein junger Filmemacher, der natürlich Aufsehen erregen möchte. Nichtsdestotrotz versuche ich auch mit diesem Film nicht nur zum Nachdenken anzuregen, sondern vielleicht auch eventuell ja, mit dieser Geschichte betroffenen Menschen zu helfen. Ich habe ja eine Szene im Kopf gehabt und die habe ich dann als erstes aufgeschrieben. Und dann hat sich immer mehr und mehr das Drehbuch entwickelt. Ich habe die einzelnen Charaktere rausgearbeitet, das Drehbuch rausgearbeitet. Also ich glaube, ich saß mindestens 5 Monate allein an dem Drehbuch. Dann habe ich natürlich, um das zu verschicken, man verschickt ja nicht direkt das Drehbuch, muss man ja ein Treatment oder ein Exposé schreiben, One-Liner, um die Leute ein bisschen zu ködern. Also es war schon ein super langer Prozess und dann ging es halt wirklich in die richtige Vorproduktion, dass man dann anfängt, okay, die Locations, wie kann ich da am besten an die Leute herantreten? Was kann ich denen bieten als Gegenleistung? Kann ich denen irgendwie weiterhelfen im Leben? Und das war ein unfassbar langer Prozess. Ich saß da wirklich tagelang am Schreibtisch, hab rumtelefoniert, E-Mails geschrieben, also weit über 350, 400 E-Mails. Und dann habe ich geguckt, welche Schauspieler passen da am besten dazu. Hab die dann angefragt. Natürlich habe ich eine sehr kontroverse Story, die ich erzähle und da vielleicht auch nicht jeder Schauspieler Lust drauf, was ich natürlich auch verstehen kann. Genau, dann kommen die Sachen, die ich ja dann stagen werde. Und das soll natürlich auch alles sehr ästhetisch aussehen. Das hat sich dann so 6 Monate gezogen, bis man erstmal so ein kleines Grundgerüst hat. Die Schauspieler, ein paar Motive, dann müssen natürlich alle Leute versichert werden. Ich habe dir die Gesundheitserklärung geschickt, die brauche ich noch von dir. Dann müssen Requisiten versichert werden, dann müssen die Motive versichert werden, um zu gucken, woher hole ich die Technik, kann ich da auch nochmal irgendwie einen Deal raushandeln. Wir drehen mit der Alexa Mini und wir haben so ein ganz spezielles, teures Objektiv dafür. Und das sind wirklich sehr, sehr, sehr viele Prozesse und Verträge, die da geschlossen werden. Wir haben einen Sprinter, 3,5 Tonnen mit Hebebühne. Ich brauche ein großes Fahrzeug, wirklich, ich brauche diese Ladefläche. Nachdem das alles dann organisiert war, geht es natürlich in die feineren Details. Wie kommen die Leute ans Set? Die Schauspieler kommen alle, also die, die mit dem Zug kommen und für die ersten Szenen dann auch eingeplant sind am Samstag. Leute engagieren, die Schauspieler hin und her fahren. Haben die was zu essen dann, zu trinken am Set? Dann musst du dich natürlich auch drum kümmern, wo schlafen die Leute. Das Catering-Angebot kriege ich jetzt noch ein aktuelleres. Und was, glaube ich, für mich so das Schlimmste war diese unfassbare Versagensangst, dass ich was organisiere und das klappt dann nicht und dann stehen die Leute da, werden nicht abgeholt, haben nichts zu essen, deren Zug fällt aus, was auch immer und ich muss dann immer gucken, wie ich das mache da. In einer Airbnb-Wohnung. Und das ist einfach so bei einem No-Budget-Film wie Adriana. Aber es hat alles geklappt. Also ich habe sehr gut geschlafen, was ich normalerweise gar nicht tue, wenn ich in einem fremden, neuen Bett bin. Aber dann habe ich es nicht wiedergefunden, das Zimmer. Dann hat mir hier ein junger Mann, ein Gast. Der Bene? Nee, ein Gast, der hat mich durchs ganze Hotel geführt und hat es auch nicht gefunden. Auch ja, manchmal, wenn ich was vergesse.
zum Ursprung zurück. Ja, dann laufe ich auch manchmal sogar rückwärts und dann fallen mir die Sachen ein. Ja, ja. Also dieses Hotel hat für uns komplett die Bar gesperrt für den Tag, 7 Stunden. Ja, die Vorproduktion hat angefangen 2022, Anfang des Jahres, wo ich angefangen habe, diesen Film vorzubereiten. Und das hat sich auch das ganze Jahr 2022 gezogen, bis dann die Dreharbeiten im März 2023 in der ersten Märzwoche starten konnten. Dieser Film hat natürlich einen wundervollen Cast. Ich nehme an, Sie hatten es nicht leicht in Ihrer Jugend, oder? Deshalb sind Sie auch so verkorkst. Durch Ihre konservative Erziehung gab es keinen Platz für offenen Lebensstil, geschweige denn einer Lebefrau. Also ich habe das mit Therese Jokone sehr cool erarbeiten können und es hat super viel Spaß gemacht. Lauter. Where did you go? Sie hat super viel in die Rolle gelegt und sonst wäre die Adriana gar nicht so, wie sie jetzt ist. Mir geht es um die Frauen, um die jungen Mädchen da draußen, die sich selber noch finden müssen. Umso mehr man mit Adriana sympathisiert, ich glaube, umso mehr findet man den Bene sehr schwierig. Ist übrigens auch ein kleines Easter Egg, was ich mir von meinem ersten Kurzfilm Fassade abgekupfert habe, wo ja auch die ganze Familie von Hofen heißt. Unser Familienleben ist nicht sehr familiär, das ist mir durchaus bewusst. Dad, falls es dir noch nicht aufgefallen ist, wir sind keine normale Familie. Das wurde uns sogar von Steven bestätigt. Und man sich erstmal denkt so, oh mein Gott, auf was lässt sich Adriana da überhaupt ein? Ja, da hoffst du es nur. Aber das ist natürlich beabsichtigt und ich glaube, umso mehr fühlt man dann mit ihm, mit was mit ihm dann im Hotelzimmer passiert. Und wie sich vor allem dann der Film entwickelt und was für ein Plot-Twist dann in diesem Moment entsteht. Es scheint immer noch ein großes Problem in dieser modernen Gesellschaft zu sein, über diese Thematiken zu schreiben. Die Rolle der Isabella Billing wäre nicht ohne die Leistung von Michaela Allendorf so geworden, wie sie jetzt ist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Sie wirklich glücklich sind. Es hat super viel Spaß gemacht, mit ihr das zu erarbeiten. Sie vögeln sich einfach nur durch die Gegend und verdienen scheiße viel Geld damit. Dadurch, dass Michaela sehr viel mit mir über die Rolle gesprochen hat und wir uns intensiv damit beschäftigt haben, also mit Isabella Billing, wurde diese Rolle so, wie sie jetzt ist. Und ich finde es sehr gelungen. Jeder Schauspieler hat so viel nochmal mit in diese Rolle gelegt. Und das war ganz, ganz großes Kino. Der Film Adriana wurde gesponsert von vielen Privatpersonen. Ich habe da ganz normal einen Spendenaufruf gemacht und meine Vision erzählt und auch ein kleines Video dazu gemacht. Hey du, bitte nicht weiter skippen, ich habe ein wichtiges Anliegen. Ich würde mich über jeden Sponsor freuen. Das war so die Haupteinnahmequelle. Dann habe ich natürlich viele Kooperationen mit Hotels gehabt oder mit Marken, die sich bereit gefühlt haben, da mitzuwirken und genauso die Idee und die Vision gesehen haben. Im Abspann benennen und wir mit Product Placements dafür auch im Film arbeiten. Der erste Drehtag war die Apartment-Szene von Adriana. Das war natürlich insofern aufregend, weil wir uns als Team alle kennengelernt haben und die Schauspielerin zum ersten Mal mit uns gearbeitet hat. Zumal wir an dem Drehtag auch eine sehr emotionale Szene gedreht haben, weil sie da auch sehr viel weinen musste und sehr emotional war. So ein bisschen glasiger ist es, ja? Oh, ist das geil! Ich hab da die Lust so scheiße gefunden. Das war kurz davor. Ja. Und dann sollte das mit dem Tränen viel einfacher funktionieren, ne? Wir haben uns dafür entschieden, nichts auf den Boden zu schmeißen, weil in der nächsten Szene darauf im Film ja Isabella das ganze Büro auseinander nimmt. Halt, wenn du jetzt im Motiv proben möchtest, dann also wir brauchen noch ein bisschen. Wir können hier zuerst ein bisschen proben. Zack, ist das natürlich. Und bitte. Letztendlich ist es aber auch sehr gelungen gewesen. Es hat super viel Spaß gemacht. Insgesamt haben wir uns alle sehr gut eingegroovt. Die Hausbesitzer haben uns
zugeschaut und ich glaube, es war alles ganz witzig, ganz harmonisch. Ich bin vor allem den Hausbesitzern super dankbar, dass sie uns das ermöglicht haben, weil ich finde, in so ein Haus einzudringen und dann mit einem fetten Filmteam da zu drehen, einen ganzen Tag lang, es war ein Sonntag, das ist, macht man einfach nicht. Einfach so ohne. Und von daher bin ich da sehr, sehr dankbar für, dass wir diese Chance hatten, mit dieser Kulisse auch den Film nochmal so ein Stück weit hochwertig zu machen. Wenn wir ganz oben auf der Seite sind, dass dann die Schärfe da von Isabella Billing ist. Und dann kannst du die Schärfe ziehen auf das untere Isabella Billing. Okay, dann einmal Ton bitte. Okay. Und bitte. Und für welche Szene wird gerade die Maske gemacht? Für die Hotelbar, wo ich dann auf Isabella treffe. Boah. Und da habe ich einiges mit dir zu besprechen. Für heute ist das hier geplant, diese Hose. Und habe ich verschiedene Blusen in verschiedenen Größen. Für die Szene vor dem Hotel und dein Ding ist das geplant. Wir probieren einfach mal alle an und dann entscheiden wir uns, welche das Beste ist. Ach, fick mal an die Stelle. Ah, ist das auch drauf? Die Barszene ist die Szene, die mir am meisten Spaß gemacht hat, zu drehen. Das Klischee der Schauspieler, die in die Pause immer den Unterhaltungsclown spielen, müssen wir ja erst mal. Hier prallen die zwei Welten aufeinander. Zwei super unterschiedliche Frauen vom Charakter her, die versuchen vielleicht auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, was natürlich nicht funktionieren kann bei diesen Unterschieden, bei diesem starken Kontrast. Sie wissen rein gar nichts über mich und zu was ich fähig bin. Während Sie Ihr langweiliges und brüdes Leben genießen, schnappe ich ihn mir und spiele in Ihren Augen heute Abend ein wenig Nutte. Schönen Abend noch. Diese alte Frau belauscht ja an der Hotelbar das Gespräch, wie sich die zwei Frauen da unterhalten. Das Gesicht ist scharf, dann wird es unscharf, dann wird die alte Frau scharf. Dann denkt man sich so, ach guck mal, die Frau da hinten, die fühlt es gerade voll, was die sagen. Ja, als kleinen Easter Egg sitzt natürlich auch die alte Dame da im Hintergrund, die da auch ein bisschen zuhört als Adriana-Fan. Die weiß auch ganz genau, von was Adriana da spricht. Und das in meinem Fall mit viel Sex ist für sie schon nicht zu tolerieren. Aber das war jetzt gerade wundervoll. Sehr, sehr gut. Ja, die alte Dame im Hintergrund, finde ich, ist so ein kleines Goodie für den Zuschauer, dass man nochmal sowas hat, was man vielleicht beim zweiten oder dritten Mal erst so richtig checkt, dass sie wirklich mitfühlt, was Adriana da so sagt. So lernt man es in der Grundschule. Nicht hier oben dran oder hier unten, weil die sind ja relativ nah, sich mit sehen.
Jeder sagt, ah, die haben mich gar nicht richtig geküsst dann. Findest du? Ja. Immer aufstoßen vor den Kuss-Szenen. Also das ist so, dass man ja sozusagen er muss Isabella mit seinem Denken. Soll ich über die Kamera, durch die Kamera, also kann ich das mit vor der Kamera so ein Punkt? Ja, und das wäre auch der perfekte, die perfekte Richtung. Zimmer 430 in 15 Minuten. Bondage. Sehr nice. Danke für den Tipp. Klopf, klopf. Hey. Man könnte vielleicht hier noch ein bisschen so... Ein bisschen aufdrucken, aber das mache ich erst, nachdem das Kleid angezogen ist. Wir hatten an diesem Drehtag 3 Outfitwechsel. Sie hat so im Hotel einfach, keine Ahnung, 3-mal Outfit Change. Einfach mal kurz noch Stufen reingeschnitten und die Tail, die war so deep, die sagt so, ja, kein Problem, machen wir. Fine. Is it fine? Herzlich willkommen bei der neuen Show von Wir sind's. Tim, was mache ich genau, um das hier aufzuhalten? Sag mal. Tim ist da, der Knopf da. Geht der Knopf. Da geht es auf. Okay. Okay. Mal zu sein und dann aufgehen. Okay. Einmal ganz kurz. Wir machen eine Schlussklappe auf jeden Fall. Ich gehe da rein, dann nehmen wir den Sandsack, ziehen wir zu uns rein, lassen die Tür zugehen. Die Kamera können wir dann schon auslösen. Und dann kann der Agim von innen drin die Tür öffnen, sodass wir anfangen können auf Tür zu, Tür öffnet sich. Das heißt, es ist ein Bitte, nicht, sondern quasi die Tür geht auf, wäre quasi das Bitte für alle. Das kann man nicht abziehen, aber ich notiere es. Man könnte es abziehen. Ja, aber da sind so weiße Dinger dran, die man dann sehen will. Machen, sobald du ein Bild hast. Okay. So, und du musst ihn mit mir ganz klein machen. Mhm. Also, wir fangen ja auf deinen Füßen an. Ja. Ich fahre die hoch, dann rum, wenn du schnell willst. Ja. Genau. Und das zeige ich dir. Da stehst du, der Robin möchte vielleicht, dass du einen dritten Schritt dran machst, aber ich glaube, du könntest da schon stehen. Ach so, das ist alles klar. Mhm. Ja, aber da, ja. Mach, geh mal, zeigen wir das nochmal. Findest du das besser, Robin? Ja, finde ich besser. Ja. Ton ab. Ja, passt. Wir bleiben so, die Tür geht nur zu. Und wenn die Tür auf ist, ist das bitte. Er kommt aber wirklich. Auf Position, dass es direkt losgehen kann. Ja. Okay. Und bitte. Was ist mit dem Moment, wo er hinterher ist? Darf ich auf ihr? Nee, mach auf ihn. Was können wir machen? Tim, ich kann dir die Oberkante geben. Du kannst ein bisschen hören. Nein. Robin? Ja. Dann sollten wir den Dialog warten, bis die Tür zu ist. Ja, ja, ist perfekt. Ich sag's dir jetzt direkt alles. Ha 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 ha.
Ton läuft. 3, 2, die fünfte. Und klapp. Und set. Bitte. Hi, du siehst ziemlich gut aus. Du musst dich raus. Ich hoffe, wir laufen uns noch mal über den Weg. Ja, das darf ich auch. Gut, bis dann. Ich mach's einfach mal rein. Jo, wir haben den 7. März. Ungefähr 12.35 Uhr, noch ein bisschen vor Mittagspause bzw. dann anschließend Drehbeginn. Also in meinem Kopf sieht es halt, glaube ich, einfach nochmal schön aus, ja, wenn sie sich hier, wenn die Kamera hier steht. Ich bin mit der Kamera da. Hallo! Good morning. Hey, good morning. Doppelklicks. Ganz wichtig. Ja, bitteschön. Wenn man ein guter Schauspieler, eine gute Schauspielerin werden möchte. Ich möchte einen Doppelklicks. Wir können nebenbei auch noch teilen. Ja. Und heute ist wieder das fliederfarbene Kleid. So ist es, ja. Dahin. Also im Film ist es ja so, dass man eigentlich den Hauptcharakter hat und dann erzeugt das erst Spannung, wenn du einen Charakter hast, der eine ganz andere Einstellung hat. Isabella Billing, mein Name, von den literarischen Zeilen. Frau Anais, glauben Sie, Sie können auch mal ein erfolgreiches Buch veröffentlichen, das nicht von Ihrem vermeintlich aufregenden Sexualleben handelt? Damit kannst du spielen, bis man irgendwann mal am Ende des Films zueinander findet, oder nicht? Frau Billing, entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen den Eindruck vermittelt habe, Sie könnten so mit mir sprechen. Ich bevorzuge, das Interview professionell zu halten. Wir als Team haben in dieser Konferenzszene es geschafft, dass diese zwei Charaktere, die zum ersten Mal aufeinandertreffen, auf der einen Seite eine super erfolgreiche Sexromanautorin, auf der anderen Seite eine sehr konservative Journalistin, die das Fünkchen Macht in die Hand bekommen hat, jetzt einen Artikel zu schreiben über eine Frau, die damit in den Abgrund gestürzt werden kann. Scheiße, ich einen Analplak in der Hand und dann ist sie angewidert und schmeißt den halt noch so weg und dann geht man raus aus der Szene. Das ist ein super starker Kontrast, der dort entsteht und das haben wir als Team sehr erfolgreich etabliert, das Ganze, und dann in der Bar-Szene gut fortgeführt. Ich habe es geschafft, ein echt cooles Team zusammenzustellen. Wir waren echt viele Leute, an manchen Drehtagen waren wir sogar 50 Personen, die natürlich auch verpflegt werden mussten. Wir hatten echt teures Equipment.
Er hat eine nice Kamera, also die Alexa Mini, mit der schon super viele Filme gedreht wurden im High-Budget-Bereich. Okay. Ich schmeiß aber die Tüte rüber und dann sind wir uns auf der sicheren Seite. Zeig mal kurz das Glitzerkleid hier im Licht. Das Glitzerkleid. Dann Weihnachten. Das ist wirklich so. Alright. Sie ist es. Und bitte. Super. Jawohl. Sehr schön. Sehr schön. Danke. Moin. Na? Ich hab dich versucht anzurufen. Ja, ich hab's eben gesehen vor 2 Minuten. Du hast wahrscheinlich nicht den Koffer mitgebracht. Nee, scheiße. Wen können wir losschicken? Ja, so schnell kann es gehen. Da bin ich wieder in der Wohnung. Ich habe jetzt alles eingepackt. Ich bin auch in Eile. Und es ist draußen am Schneien. Wir haben zuerst das Ankommen gedreht aus der Zugszene. Ich weiß aber auch nicht, wie sie die Tür aufmachen, Sekt halten und Koffer ziehen sollen. Eigentlich fände ich es halt cool, wenn sie die Karte halt reinsteckt, ja. Dann wäre da noch eine Bewegung drin und dann halt ins Zimmer reinläuft. Ja, genau, aber das sollten wir jetzt gleich. Den Koffer sehen wir nur beim Reinkommen. Ja, okay. Ich meine, jetzt ziehen wir den nicht. So läuft. Und klappt. Und bitte! Weil es ja auf den
Bitte? Den Weg haben wir gesagt, den will ich mit. Oder aufs Glas, mehr hab ich. Oh Gott! Ach, da war Druck drauf. Frohes neues Jahr. Hast du es drauf? Ja. Ja? Klar. Ist aber nichts rausgekommen. Da steht das Glas aber durch aus der Flasche. Nee, das Ding. Ja. Gut. Ja, das gefällt mir sehr gut. Und bitte. Dann mussten wir einmal in einer Stunde komplett Haare, Make-up, Outfit wechseln, was wesentlich länger normalerweise dauert als eine Stunde. Und haben dann die Montagesequenz gedreht, wo sich Adriana auf den Weg macht zu ihrer Buchkonferenz. Und dann gab es einen dritten Outfitwechsel, wo sie quasi ins Hotelzimmer reinkommt mit Bede, wo sie da langsam ihr Liebesspiel beginnt, sage ich jetzt mal. Jetzt wird's nicht. Endlich. Hast du mal gemessen, wie viel größer du mit den Schuhen bist? Oh, würde ich sagen, ja, sowas. Robin? Nein. Sind viele Menschen im Set? Nee, nur die wichtigsten. Bitte die Schäler. Ja. Aus der Perspektive könntest du Batman sein. Das war wirklich auch mit unter anderem der längste Drehtag. Also da haben wir, glaube ich, auch 3-4 Stunden überzogen. Da auch wirklich nochmal ein fettes Dankeschön an dieses ganze Team, um mit mir diesen Film durchzuziehen und auch diese ganzen Überstunden zu bewerkstelligen. Und ich meine, wir hatten Drehtage, wo wir 10, 11, 12 Stunden gedreht haben. Dass überhaupt dieser Film zustande kommt von 8 Drehtagen. Wir können es gerne so machen, dass sie so tun, dann ziehen sie sich aus und dann läuft ihr einmal hierher. So, erst anfangen zu reden, wenn die Tür geschlossen ist. Okay. Für die Einstellung nicht. Unten aufknöpfen, sodass es oben von den Schultern fällt. Ja, das ist erfundener Weinetikett. Soll ich es so machen? Mhm. Ja. So, ja. Ja. Und dann ich? Das ist schon. Ja. Okay. Ja. Okay, dann alle auf Anfang. Wenn du dich gut anstellst, dann kannst du ein Teil meines nächsten Buches werden. Freue ich mich schon auf dein nächstes Buch. Meine für mich anspruchsvollste Szene war die Sex- und Vergewaltigungsszene. Die Schauspieler sind früher angereist, haben mit mir erstmal ein paar Tage vorher diese Szenen geprobt, dass wirklich alles so ist, dass es perfekt aussieht und dass jeder Handgriff sitzt und haben mit mir diese Szenen erarbeitet, was natürlich für jeden komisch war und sowas schüttelt man nicht einfach aus der Hand. Alle Schauspieler waren wirklich super professionell dabei und jeder konnte super viele Erfahrungen sammeln. Wir konnten dann dem Kameramann Tim Joost unser Staging zeigen, wir konnten das Licht daraufhin dann am Drehtag perfekt einstellen und es wird nicht viel gezeigt und trotzdem kann man sich viel drunter vorstellen. Was hältst du davon, wenn wir das Bett auf der linken Seite ein bisschen abdunkeln? Ja, ja. Ich finde das schön, was riecht sehr schön. Ich
als Filmregisseur habe einen sehr hohen ästhetischen Anspruch. Und mir ist das Production Value bei diesem Projekt, bei diesem No-Budget-Film, sehr wichtig. Mein Ziel oder meine Intention dabei war es, dass man sich diesen Film anschaut und nicht denkt, dass das ein No-Budget-Projekt ist, sondern dass das wirklich eine Netflix-Folge sein könnte. Ich sehe immer noch einen Kurzfilm. Es spielen viele Faktoren eine Rolle, dass ein ästhetischer Film entstehen kann und dass es nicht nur tolles Make-up und teure Klamotten und wie man sich bewegt und gibt und seinen Charakter rüberbringt, sondern es ist, glaube ich, das Große und Ganze von Kameraführung über Licht, über die Ästhetik der Schauspieler, die Grazie, wie sie ihren Charakter verkörpern. Viel Erfolg! Okay. Ja, ciao! Ich habe es geschafft, ein echt cooles Team zusammenzustellen. Wir waren echt viele Leute. An manchen Drehtagen waren wir sogar 50 Personen, die natürlich auch verpflegt werden mussten. Wir hatten echt tolles Equipment, natürlich einen tollen Cast. Und das Ganze rundet ein super tolles Sounddesign ab, was in Dolby Atmos abgemischt wurde mit toller Filmmusik. Hey, willkommen in unserem Studio. Ich bin der Chris. Ich bin der Merlin. Genau, wir haben das Sounddesign vom Film Adriana vom Robin machen dürfen. Das mit dem Robin war echt eine coole Zusammenarbeit, weil er halt echt eine klare Vorstellung eigentlich auch gehabt hat davon. Für mich auch eine neue Aufgabe zum Designen, weil man super dezent und edel und klingen sollte. Genau, aber es war auf jeden Fall cool, weil er halt eine klare Vorstellung gehabt hat, dass am Anfang auf jeden Fall alle Sounds sehr edel klingen sollen, egal ob das eine Tür ist, ob das Footsteps sind, ob das Roomtones sind. Weil wir haben immer wieder extreme Rumble-Momente, also wo wirklich alles richtig stark drückend vibriert eigentlich. Bei der Dildo-Szene zum Beispiel, diese ganzen Flatschgeräusche und die... Dass es möglichst eklig klingt. Sexgeräusche. Da haben wir mit Foley viel, viel machen können. Diese Kopfeffekte, wo die Stimmen von den zwei Damen quasi... Stark eindringen. Stark eindringen, ja. Mhm. Das kommt vor allem im Surround extrem gut, weil die Stimme halt eine klare Richtung beziehungsweise von alle Richtungen kommt und eine klare Tour halt fährt. Das hat super Spaß gemacht, einfach zu mischen und einfach den Effekt zu designen. Unten zur genauen Bewegung, wie das denn genau sein soll, war natürlich ein bisschen schwierig, bis wir eine Zeichnung nur gekriegt haben, wie die Effekte genau verlaufen sollen mit Pfeilrichtungen und Worten und sowas. Ich hoffe, dass dieser Film vielen Leuten lange im Kopf bleiben wird. Da das ja auch ein sehr feministischer Film ist und es mir auch wichtig war, habe ich die Dreharbeiten in der Woche, es war die erste Märzwoche 2023, gelegt, wo auch der internationale Weltfrauentag ist. Und ich habe es sogar geschafft, und ich finde, das muss man einfach auch mal an der Stelle sagen dürfen, dass an diesem Set überwiegend Frauen gearbeitet haben. Ein richtig cooler Drehort war die Büroszene. Wir haben es so gemacht, in der Büroszene hatten wir einen großen Raum. In die eine Richtung haben wir Isabellas Büro aufgebaut, was sie ja dann auch komplett zerstört hat. Und in die andere Richtung haben wir die Therapieszene gedreht, weil wir nun diese Räumlichkeiten zur Verfügung hatten und dann ein ganz anderes Setting da aufgebaut. Das sind die Orientierungshilfen. Frau Belling. Bitte. Michael, du schaust dann zu ihm, ne? Ja.
soweit ich weiß, brechen die Zahlen der Vorbestellungen gerade neue Rekorde. Der Chef meint, die sollst du dir auf Buchvorstellung. Ich bin nicht so häufig vor der Kamera, sondern also eher auf der Bühne. Alles, ist alles gut. Gut, ja. Alle bereit? Ja, set. Ich wollte es auch schon die ganze Zeit sagen, es hat mir auf den Lippen gezogen. 15 war die dritte. Soweit ich weiß, brechen die Zahlen der Veröffentlichungen gerade. Nein, ich weiß nicht. Okay. Ich die nochmal? In der Vorbestellung gerade die. Kein Problem. Soweit ich weiß, brechen die Zahlen der Veröffentlichungen. Nochmal? Die Zahlen der Veröffentlichungen. Mann! Soweit ich weiß, brechen die Zahlen der. Wir laufen weiter, wir machen es direkt noch einmal. Okay. Das ist der Probealarm hier. Katastrophenalarm. Ich bin Z. Ich bin auch Z. Und bitte. Für ihn war es das. Glückwunsch. Danke, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass das so geklappt hat, so spontan. Was ich auch wenn es die Chefin? Ja. Die andere Chefin? Natürlich war jetzt da nicht viel Text, aber wir hatten an dem Drehtag 2 Kameras, wir haben das aus 2 Perspektiven gedreht, wir haben das sehr viel geprobt. Das waren alles echte Requisiten, die eingekauft wurden, dafür zerstört wurden. Und weil wir das auch nur einmal hatten, leider, No-Budget-Film, mussten wir das gut proben. Ich bin mit ihr das sehr gut durchgegangen, was sie wann werfen soll und wie ich benutzen soll. Schlägt diesen Himmel aber weg und dann die Kamera. Wir, oder dann machst du einen Cut und dann bauen wir quasi nochmal mit 2 Kameras für das komplett mal durch drauf. Und dann ziehen wir das einfach durch. Okay. Also, Mülleimer. Dann. Ja! Okay. Dann machen wir das. Das ist nämlich auch rot. Das sieht man, glaube ich, auch ganz gut im Tipp. Läuft. 15, 4 die erste. Ja. Und Z. Z. Und. Bitte. Denk mal, wenn du den hochhebst, geht der erstmal so ein Stück hoch. Ah, nur, dass du steif ja. Bist. Genau, also aber ich stehe auf, also da muss ich schon rumlaufen. Ja. Also um den zu nehmen, muss ich schon. Da ist halt auch. Dieser Ausraster von Isabella, das war natürlich auch eine, ja, für alle sehr anspruchsvolle Szene. Bitte. Ich glaube auch, das ist eine sehr gelungene Szene und ich glaube, jeder fühlt das, was ich fühle, wenn ich diese Szene schaue und auch als ich sie geschrieben habe. Ich würde dich jetzt noch gerne verkabeln. Zu der Therapie, das ist quasi der Moment, wo sich Adriana so ein bisschen öffnet. Zum ersten Mal, wo sie als gebrochene Frau da sitzt und überhaupt diesen Vorgang, was passiert ist, in der Nacht näher schildert. Genau, das können wir nicht. Frage ich, was ich gleich von selbstverständlich und damit viel gemacht habe. Beide Augenbrauen. Das verstehe ich. Und bitte. Und das ist auch aus dem Pflichtigen Bereich, da geht es darum, wer
kannte mein Ziel und ich hatte einen inneren Antrieb. Scharf, weil wir sehr nah sind, also wir haben sehr hohe Brennweite, da ist alles hinten scharf. Ich hatte mir damals, als ich das Drehbuch geschrieben habe, super, super viele Dokumentationen angeschaut über Vergewaltigungen, über Frauen, wie sie damit umgehen, weil ich das natürlich so realistisch wie möglich darstellen möchte, auch wenn es ein Film ist. Und habe natürlich versucht, alles mit einzubringen, was, wie es einer Frau geht, wie sie sich fühlt, wie sie sich gibt. Und das natürlich auch der Schauspielerin dann nahezubringen, was Therese übrigens super gut umgesetzt hat in dieser Szene. Und bitte. Ich fühle mich immer noch angeekelt und benutzt. Da hatte Bene bereits mir die Augenmaske und das Seil abgemacht. Man merkt zum ersten Mal, wir hatten am Anfang des Films diese selbstbewusste, super souveräne Frau. Dann ging es über nach der Vergewaltigung Krankenhaus, da nimmt man es schon deutlich wahr. Dann kommt diese Therapieszene. Man hat eine sehr gebrochene Frau, die auf diesem Stuhl sitzt und erstmal gar nicht weiß, wie es mit ihrem Leben weitergeht. Ich lebe in diesem Ungewissen und das macht mich auf eine unerklärliche Weise wütend. Danke. Natürlich ist es, möchte ich auch an dieser Stelle betonen, immer noch ein Film. Aber das Ergebnis, was wir damit erzielt haben, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Kirchenszene. Das war für mich auch ein ziemlich heftiger Drehtag, weil wir haben das in einer katholischen Kirche gedreht. Jetzt wird's blutig. In einer katholischen Kirche mit blutverschmierten, nackten Männern zu drehen, ist, glaube ich, nicht so ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Dann auf dem Boden, auf dem Kirchenboden, dann brauchen wir den Boden nicht zu versauen, ne? Oh mein Gott, du bist so heftig. Ich weiß, es ist dein Film, aber ich muss dich gerade so ein bisschen zerstören. Ich mache das Blatt aus. Ja, eigentlich auch wie jedes andere Motiv war das natürlich erstmal ein mega organisatorischer Aufwand mit den Verträgen und das Team dahin zu bekommen und das dann alles, so eine riesige Kirche auszuleuchten, dass das halt gut aussieht, dass es sehr filmisch aussieht. Hier mit so einer Kirche machen, ey. Ich bin mir drin nicht zu schade. Es hat mit der Kirche nichts zu tun. Wir haben ja eigentlich nur diese Räumlichkeit benutzt, die einfach für den Film so gut aussieht. Und es hätte einfach nichts anderes so gut ausgesehen. Es musste ja dieses gotische, langgezogene, dunkle sein. Es war auch ein sehr anstrengender Drehtag, aber es hat auch wieder super viel Spaß gemacht. Bitte. Zugszene ist auch, glaube ich, mit unter anderem eine der teuersten Szenen gewesen in diesem Film, wo wir natürlich mit einem reduzierten Team von Dortmund nach Hannover gefahren sind. Ich hatte für diese Szene zwei ganze Abteile gebucht und reserviert, dass wir unsere Ruhe haben, dass wir unsere Technik abstellen können. Willkommen.
bei der Deutschen Bahn. Drehgenehmigung einholen bei der Deutschen Bahn war auch nicht ganz so leicht. Das hat auch natürlich gedauert. Ja, jetzt steht aber diese Zugszene. Ich dachte wirklich, kurze Zeit, während wir gedreht haben, ich glaube, wir haben alles aufgebaut gehabt, wir hatten angefangen, so, ich dachte so, es reicht einmal von dieser Zeit nicht, von hinten, von vorne nicht. Wir müssen noch mindestens 2 Takes auf Adriana machen und noch mindestens noch mal 4 Takes auf Juliane, also auf die Wahrsagerin. Und das hat super viel Spaß gemacht, aber es war halt einfach anstrengend, weil wir hatten ein Zeitfenster von 1 Stunde 10 oder so. Und dann müsste die Szene einfach sitzen. Und natürlich mussten wir gucken, wie können wir das mit dem Licht hinbekommen, dass es immer gleich aussieht. Dass das mit der Landschaft funktioniert, was dann im Endeffekt nicht funktioniert hat. Aber mein toller Partner hat mir in der Post-Production da sehr gut weitergeholfen, um diese Fenster anzugleichen. Adriana Amalk. Gut, dann würde ich vorschlagen, ich mache einfach mein Ding und Sie machen Ihres. Ja, nun ist es halt auch so, dass in einem Zug super viele unterschiedliche Geräusche sind, Störgeräusche und auch natürlich nicht nur vom Drehen sehr schwierig, sondern auch vom Ton her. Jetzt in der Post, im Sounddesign, dank meinen Sounddesignern, die da wirklich nochmal das absolute Maximum rausgeholt haben, eine super Qualität erzeugt haben, um wirklich diese Szene wundervoll zu machen, dass sie auch diesem Opener dieses Films gebürtig ist. Der Dialog hat ein paar Schwierigkeiten bereitet und relativ viel Zeit in Anspruch genommen. Der war recht herausfordernd. Der war ziemlich herausfordernd, ja. Weil die Aufnahmen halt in einem Zug gemacht worden sind, teils halt in einem, also der Originalton, wo der Zug halt verschiedene Geschwindigkeiten gehabt hat, also der Zug ist tatsächlich gefahren. Am Ende ist doch nur ganz schön rund geworden. Muss ich sagen, manche Schnitte haben wir halt mit so Schienenrattles und so kaschieren können, aber war echt eine coole Sache. Dass man das einfach in einen einheitlichen Fluss bringt und ein einheitliches Soundbild einfach kreiert. Ja, ohne dass man die Schnitte quasi hört. Und atmosphärisch das alles funktioniert. Ja, und letztendlich wurde es dadurch auch nochmal wirklich eine wundervolle Szene, wundervolles Grading meiner Meinung nach. Und das ist der Opener dieses Films. Ich glaube, das ganze Team, wir sind da einfach stolz drauf, wie das jetzt so entstanden ist. Sie dürfen gerne weiterraten. Haben Sie schon eins meiner Bücher gelesen? Nein, habe ich nicht. Ich sehe aber einen jungen Mann. Zu der Krankenhausszene kann ich einiges sagen. Wir haben diese Szene in einem richtigen Filmstudio gedreht. Und wird das überleben? Keine Ahnung. Der Doktor soll mal zum Schminke hier. Mir war es wichtig, die Szene nicht in dem Krankenhaus zu drehen, deswegen habe ich auch nie im Krankenhaus angefragt. Ich wusste, dass es solche Möglichkeiten gibt wie ein Studio. Ich finde, im Krankenhaus darf jemand einfach krank sein und da muss kein Filmteam oder Schauspieler auf irgendwelchen Gängen rumrennen und laut sein oder so. Ich finde, jeder sollte da seine Ruhe haben und deswegen gab es die Möglichkeit, Jola Rent hat es mir ermöglicht. Ein bisschen Gemischgefühle sind schon dabei. Ja, doch. Also traurig auch ein bisschen. Aber wer weiß. Man sieht es hier gar nicht an. Ey, es könnte voll sein. Könnte ja sein, ich bin davon ja schwanger. Nee, geht ja gar nicht. Such mal. Also, hier habe ich schon mal geguckt und das habe ich jetzt. Da hinten, da muss ich irgendwas. Glaubst du, das ist echte Infusionslösung? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es lohnt sich nicht, die abzuziehen, weil es hilft nichts. Das ist schon fertig aus. Ja, am liebsten lese ich ja immer den Horoskopbericht. Und hier sehe ich, auf Kika, hier, 20:15 Adriane, ne? Zahlwerte kann ich ja bestimmt auf meiner Notiz hier ablesen und vom Bildschirm, oder? Voll cool, ich will sowas auch haben. Aber wir haben noch innere Verletzungen hier, was wäre mit dem Gebäude schlecht. Hier, das ist deins, was du jetzt noch nimmst. Du, ja, die braucht einfach viel. Die ist richtig. Die muss zugesetzt werden, die Alte. Bei euch aus. Guten Morgen, guten Morgen.
Guten Morgen, Sonnenschein. Auch ein kleiner Easter Egg an dieser Stelle. Die Krankenschwester, die am Bett steht bei Adriana, das ist eigentlich unsere Make-up-Artistin gewesen. Irgendwie sah die Szene noch ein bisschen leer aus. Da war noch nicht so eine Dynamik drin und dann hat sie einfach vorgeschlagen, so, hey Robin, soll ich hier einfach eine Schwester sein und da einmal so durchlaufen? Weißt du nicht, auch eine Schwester dann wieder durch die Wilde gelaufen hat? Wie schnell kannst du dich fertig machen? Voll cool von Annette. Die war auf jeden Fall auch mega. Habt ihr schon mal so eine sexy Krankenschwester gesehen? Sie ist auch Krankenschwester gewesen. Das ist der Witz daran. Ja, dann kurze Zeit später stand sie dann da in voller Montur. Okay, dann passiert, ja. Ah, die ganze Zeit oder geht sie irgendwann raus? Ich gehe raus. Also der Arzt kommt, wenn er kommt, dann ist raus. Okay, ja. Perfekt. Ist nun live. Ruhe bitte. Und bitte! Okay, er hätte mehr links stehen können, aber er öffnet ihr sehr, trotzdem sehr gut das Sichtfeld. Das geht, man sieht es hier. Bringen wir ran, ne? Du stehst bei Allergie und spielst nach. Ja, genau, irgendein Semester ist beschlagen. Das Objektiv befindet sich anscheinend feuchtig, vielleicht? Hallo? Hallo? Dann, hallo auf Anfang. Der Ton läuft. 11, 2, 3, 1. Und bitte. Schön, dass Sie wach sind. Sie hatten innere Blutungen. Das war für mich auch das erste Mal. Es waren alles echte Geräte. Es sah super cool aus. Dadurch, dass man einfach selber das ganze Licht so justieren konnte, wie man das gerne hätte. Und das hat vieles auch erleichtert beim Drehen, auch tontechnisch. Und ich glaube, es wurde eine sehr, sehr coole Szene. Dann einmal bitte der Ton. 11, 4, die 7. Dr. Leo, mein Name. Schön, dass Sie wach sind. Ja. Ja, das war die letzte geplante Rede halten, oder? Wir sind jetzt durch. Also ich habe immer mal wieder auch gesagt, so, ich bin euch allen so dankbar, dass ihr mir bei diesem Projekt geholfen habt, dass es überhaupt so gut wird. Wirklich auch, dass manche so weit hergefahren sind für mich. Ja, ich finde das einfach unglaublich schön. Danke, wirklich ein mega fettes Dankeschön an euch alle. Ja, noch gar nicht. Ja, willst du, was willst du jetzt, hä? Auf Wiedersehen. Ja. Ich fühle irgendwie sehr stark ihre Anwesenheit. Adriana, Anaïs.